Das Boxsportmagazin war zu Gast bei der Profiboxen-Spendengala im Maritim Hotel in Köln. Und wir sehen hier gerade den Kampf zwischen Marc de Bont und Kevin Büval um die internationale Luxemburger Meisterschaft im Halbschwergewicht. Angesetzt auf 8 Runden. Es war ein recht ausgeglichener Kampf, allerdings mit leichten Vorteilen auf der Seite von Marc de Bont. Der Kampf ging dann auch über die volle Distanz von 8 Runden. Die Punktrichter stimmten am Ende einstimmig für den Sieg von Marc de Bont, der somit nun neuer internationaler Luxemburger Meister im Halbschwergewicht ist.